Und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme Let's Play with Friends. Heute habe ich wieder den Enland bei mir, den Michi. Und wir sind beim großen Airfield. Wollen heute runterlaufen nach... Wo wollen wir hinlaufen, Michi? Balota? Elektro? Irgendwo, wo... Action ist. Wo Action ist. Genau, wir suchen uns einen Hotspot. Und wollen uns dann ein paar wiederholen, wenn das gut klappt. Na gut, Michi, wie ist dein Status? Brauchst du noch was? Essen, trinken? Bei mir ist alles gut. Nur hatte ich eben gerade gekotzt. Also sollte ich erstmal nichts mehr trinken. Früher war das einfacher. Da sagte dir der Magen, fühlt sich voll an und dann hast du aufgehört. Habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Aber es war zu viel. Es war zu viel. Wollen wir dann direkt mal los, oder? Geht gleich los. Okay, ich schau mal, ob hier schon jemand war. So, ich pack meine M4 weg, ne? Jo, die Türen sind offen. Übrigens, ich habe auch die... Ey, wie doll, ich habe zwei Waffen dabei. Wie geht das denn? Da hast du dich doch gestern geholt. Aber ich habe die M4 da. Ach so, ja. Ich schmeiße lieber weg, glaube ich. Die andere oder was? Ja, die SKS heißt, glaube ich, die neue Waffe. Ja, ich pack die mal lieber weg. Was soll's? Ein andermal testen wir die. Okay, ich bin soweit. So, ich muss dann mal... Ah, hat sie auch automatisch abgelegt. Sehr schön. Gut. Dann geht's los. Ich musste mal ganz kurz meinen Status checken, ob das alles so läuft. Ja, die Aufnahme läuft und es kann weitergehen. Geh mal durch. Hier ist ein Loch im Zaun, Michi. Und es sind oh, so um die 8-9 Leute drauf. Soll ich mal einen Blick runterwerfen? Ja, genau. Ich bin jetzt hier vorne bei der Tanne. Steck dich mal von hinten. Schau dich mal um. Irgendwas zu sehen? Oder ist da noch ein Problem? dzdb.com/map, die kann ich auch noch gebrauchen. Gut. Können wir nicht direkt in den Süden laufen? Mhm. Alles Roger? Ja. Call. Kompass brauchen wir eigentlich ja nicht. Oder wollen wir sprinten und die Waffen wegpacken? Jo. Ja, machen wir mal. Okay. Turbo. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Co. Ah, doch! Michi, wir laufen nochmal zu dem kleinen Militärbase. Da könnten wir vielleicht auch was finden. Aha. Wegen. Du brauchst dann noch ein gutes Scope, ein Longrange Scope. Für die Mausin. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Das heißt, wir müssen dieser Straße folgen. Dann kommen wir auf eine T-Kreuzung. Und dann müssen wir geradeaus weiterlaufen bei so einem Bach oder... Ja, auch ein paar Bäumchen sind da noch. Michi, das ist übrigens auch die Stelle,
wo wir den einen Typen in der Nacht gefesselt hatten. Den Ami, weißt du? Da kommen wir jetzt lang. Ist auch nicht mehr lang. Hier schon diese T-Kreuzung. Ah, ich höre Tauben. Aber keine Menschen. In einer Minute müssten wir da sein, anderthalb vielleicht. Was ich cool finde, ist, dass hier immer schönes Wetter ist auf der Karte. Stimmt, Wetter müssen wir auch noch einbauen, ne? Auch mal so einen Regentag. Hatte ich eigentlich auch schon mal gesehen, aber ist wohl nur temporär gewesen oder funktioniert die richtig? Auf einem Server hatte ich mal so was ziemlich dunkel und hat ja, geregnet, ein bisschen gedonnert. So, ich sehe schon die Zäune. Da werde ich mal die Waffe lieber rausnehmen. Sicher, sicher. Schau dich mal um, ob du was siehst. Die Türen sind offen. Wollen wir überhaupt rein oder wollen wir durch weiterlaufen? Was denkst du? Michi? Können wir reingucken. Ich bin jetzt drin. Ja. Guck mal hier vor der rechten Baracke, da haben wir den gestellt. Hier war das. So, ich gehe mal in die Baracke rein. Sieht jetzt erstmal ziemlich leer aus. Hier ist Motorradhelm, den brauchst du ja nicht, hast du ja. Fliegerhelm. Und Schuhe. Call. Das bin ich. Ich habe mir noch ein Kommandogebäude. Da können wir da auch mal reinschauen. Türen sind auch alle offen, ist ja klar. So, ich gehe mal unten rein. Oh, ein Buch. Was haben wir denn hier? Aha, naja. Nicht so spannend. Ich warte unten auf dich, Michi. Ach so, dann will ich erstmal noch ein paar Grüße in die Welt schicken an den Spieler Exile, der zu Hause sich vielleicht entschrotet, und an unsere Nachtschichtler, die vielleicht auch ein bisschen Zeit gefunden haben, um uns zuzusehen. Hast du alles oben? Hier ist Mausin-Munition. Ich habe keine Mausin. Ich kann dir auch noch ein bisschen geben. 32 Schuss habe ich noch. Hab genug. Okay. Also wenn wir wirklich genau in den Süden laufen, kommen wir genau bei Balota raus. Und ich denke mal, dort werden wir schon ein paar Leute finden. Okay, dann lass uns weiter. Jo.
Hast du wenigstens ein bisschen Munition gefunden? Kann auch nicht schaden. Dann packe ich die Waffe wieder rein. Und Turbo. Turbo. Ach so, du hattest ja auch schon Militärhelm. Ich dachte, du hättest noch den Motorradhelm in grün. Übrigens, wir würden auch meiner Meinung nach bei Kenny Mountain vorbeikommen. Aber das ist nur ein Umweg, würde ich sagen. Zwar gibt es da auch ein Kommandogebäude, aber da müssen wir erst wieder hochlaufen und... Nö. Da sage ich lieber nö. Außer du willst unbedingt. Ja, der Busch. Der Busch. Hatte mich gefangen. Sonst sehe ich nichts. Oh. Ha. Mein Bajonett ist verbuggt. Je nachdem, wie der Winkel ist, wird es angezeigt oder auch nicht. Es ist übrigens auch besser, bei einem Livestream auf dem Tag-Server zu zocken, weil die Zuschauer sehen so gut wie gar nichts in der Nacht. Die Gamma-Werterhöhung bringt irgendwie nichts, also für die Twitch-Leute oder allgemein Ist das das Stream. temporär im Spiel oder was? Ja, es ist im Spiel, aber für uns ist das irgendwie nicht. Also für die Zuschauer, die sehen dann halt quasi nur dunkel. Hören zwar die Sounds, aber können dann sonst nichts damit anfangen. Müssen auch mal beheben. Da ist ein Dorf. Ich weiß gar nicht genau, wie das Dorf jetzt hier heißt. Ich meine, ich kenne die Karte auch noch nicht auswendig. Ist auch ein bisschen schwierig bei den ganzen russischen Begriffen. Guck mal, da ist doch im Wald dieser große Tower. Ja. Da sind wir doch bei diesem Sniperpunkt. Ah ja, das ist Candy Mountain. Rechts. Nicht Candy Mountain, sorry, Green Mountain. Candy Mountain war von Charlie. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir müssten in Stavi Subor oder Stavi irgendwas. Also die beiden Dörfer, die nebeneinander liegen. Was werden wir gleich sehen? Ah nee, Porobo. Pogovo. Wo war denn Stavi Subor? Aber ist ein Zombie. Moment, den hole ich mir mal. Komm her, Zombie. Zack. Vorbeigelaufen. Lass uns weiter, oder? Ja. Gut, wir können eigentlich der Straße folgen. Aber wir können auch hier reingehen, denn die Türen sind alle zu. Und in diesem Gebäude habe ich schon sehr. Guck mal hier. Ah ne, nur Schraubenschlüssel. Meistens hatte ich schon mal hier ganz gute Sachen gefunden. Na toll, eine Brille. Eine Sprite. Keine Waffen. Was zu essen. Ah, jetzt bin ich aber enttäuscht. Aber ist ja auch nur zufällig, ne? Wollen wir gleich richtig weiterlaufen oder mit Waffen? Beim Dorf kann man ruhig mit Waffen laufen. Ah, stimmt. Als wir schon mal im Dorf hier. Ja.
Aber wir müssen ja auch nicht im Dorf laufen. Eigentlich nicht, aber ich kenne es durch die Straße den Weg. Ah, ich pack sie mal ein. Sind denn nur so um die 10 Leute? Zombie, weiterlaufen. Hier ist ja noch ein Brunnen. Oh, müssten die Zombies immer so schreien? Können die nicht mal ganz freundlich Hallo sagen? Aber nein. Die haben keinen Respekt. Okay. Hier ist eine Tankstelle. Ja. Können wir eigentlich hier weiterlaufen? Machen wir kleine Abkürzung. Stimmt, wir könnten ja den Stromtrassen einfach. Ja, ne, und ich weiß auch genau, wo wir sind. Zwar kenne ich jetzt nicht die Dorfnamen, aber dieser Weg führt uns nach Bad Otter. Hoffe ich. Nein, wird schon. Kein Problem. Michi. Und so. Ich fand es aber sehr merkwürdig, dass nach dem neuen Update einmalig man bis zu 300 Sekunden warten muss. Ich Ja, meine, vielleicht haben sie ja irgendwas zurückgesetzt oder in Datenbanken. die Hive-Daten sind ja alles im selben Hive-System. Die haben sie alles übernommen. Ja, aber vielleicht Aber müssen sie da es kann irgendwelche ändern. sein, weil sie die Texturen geändert haben, von zum Beispiel den Zuständen, ob es ruiniert ist oder nicht. Kann sein, dass sie halt für jedes Inventar, jedes Item Inventar, das neu berechnen müssen. Wegen den neuen Oberflächen, der Texturen. Jetzt siehst du ja richtig doll, ob ein Gegenstand schon benutzt ist oder doch heile, ne? Wie ist das eigentlich mit der Reflexion für die Gegenspieler beim Zielfernrohr? Das müssen wir mal testen oder mal zu den meinen TS3-Leuten gehen und da mal nachfragen, ob die was wissen. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich glaube, die von meinTS3.com, die streamen auch. Zwei, drei Leute sind, glaube ich, dabei. Mit dem können wir auch mal eine Runde zocken. Besonders jetzt, wo du die Monsine hast. Können wir uns da so in Elektro oder in Shadow positioniert. Ne? Hier war ich übrigens, als ich nicht wusste, ob ich nach rechts oder nach links laufen soll. Also dieses Dorf hat schon mal keinen Strom. Oder? Michi, guck doch mal. Ist hier keine Oberleitung? Nee. Na, dann laufen wir weiter. Was ich auch blöd finde, ist, du hast schon eine Sonnenbrille auf und wirst trotzdem noch geblendet, wenn du in Richtung Sonne schaust. Und dann meines Erachtens würde es auch besser sein, wenn du die Brille aufsetzt, dass es dann insgesamt so dunkler wird. Ja, zumindest leicht. Da kommt ein Waldstück. Also ich denke mal, wir haben schon so die Hälfte, vielleicht sogar schon zwei Drittel der Strecke hinter uns. Und das ging auch recht fix, finde ich. Vom Airfield, vom Großen. Warte mal ganz kurz, ich mache mal eine Peilung mit dem Moment, mit meinem Kompass.
Und First Person. Ey, wieso re der reagiert manchmal nicht? Süden. Wir müssen kurz leicht korrigieren. Aber das kriegen wir hin. Okay. Bist dran? Früher oder später landen wir hier an der Küste. Und werden wir sterben. Ah, das Ding ist auch verlassen. Alle hier sind ideale Sniperplätze. Aber das hast du fast überall auf der Karte, ne? Allein weil die Karte ja schon so groß ist. Und Jump. Ey. Schon wieder verbuggt. Bist mehr durchgelaufen, oder? Also bei mir sah es ein bisschen komisch aus. Was soll's? Ist ja doch eine Alpha. Ich glaube, die brauchen noch so ungefähr ein Jahr. Vielleicht noch ein bisschen länger. Und dann wollen sie wohl fertig sein. Ungefähr. Mal sehen, wie es dann abgeht. Ich meine, das Spiel macht da jetzt schon viel Spaß. Ey, du bist schneller. Komisch. Dabei habe ich die Turbo-Taste gedrückt. Zickzack. Yay. Was für ein Spaß. Ist das nervig. Ich hab dich verloren. Siehst du mich noch? Nee, ne? Ah, doch, da hinten bist du. Da läuft er. Ja, das mit dem Bergaufgehen, ne, das müssen wir nochmal ändern. Du hast nur eine ganz leichte Neigungswinkeländerung und schon gehst du wie ein alter Mann. Oder was sagst du dazu, Michi? Hast du eigentlich schon mal diese Bären gesehen, die man essen, also finden und essen können soll? Ich auch noch nicht. Ich habe auch noch nicht. Ich habe noch nicht danach gesucht. Na, ich kann mir gut vorstellen, dass es so eine Art Strauch ist. Den müsste man dann eigentlich gut erkennen, dann, wenn man die Textur kennt. Also tendenziell sind wir schon, glaube ich, mehr auf dem Weg nach Tscherno. Ich glaube, wir müssen noch wieder ein bisschen weiter nach rechts. Hier wohnt einer ganz alleine im Wald. Nee, rechts ist eine Siedlung. Guck mal, Michi, kannst du vom Dingens trinken? Ey, am Anfang war das furchtbar. Da war ich in der Mitte der Karte und wusste gar nicht, wo ich lang muss. Da war zwar eine Straße, ne? Aber ich hatte natürlich keine Ahnung von der Map. Und wie ich mich orientieren sollte. Ich höre schon das Meer und ich glaube, ich sehe es auch schon leicht. Ah, hier ist ein Hochstand. Ein Jägerstand.
weiter geht's. Ich glaube, du hast dich getäuscht. Ah, wir brauchen doch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Vielleicht hatten wir von der Hälfte. Guck mal, hier ist ein Schild. Kumapovo. Ja. Ich mach mal eine kurze Pause und warte auf dich. Ich bin vor dir, glaube ich. Ne? Bist du das? Nein. Beim Schild. Nee, ich war beim Schild. Ich bin schon ein Stück weiter. Ich sehe dich gerade da hocken. Du Eckenscheißer, du. Na gut, dann ist nach dem Berg dann das Meer. Aber die Sounds bei mir rauschen schon leicht. Mhm. Nach Wasser. Nun gut. Sprinten wir weiter. So. Oh, und schon wieder ein Hügel, ey. Wie ich die Hügel hasse. Gibt auch nur noch drei andere Spieler. Echt? Okay. Dann sollten wir sagen, dass wir auch mal vielleicht umlocken, wenn wir in Elektro oder Cerno sind oder so. Oder? Suchen wir uns einen coolen Sniperpunkt. Ja, ich kenne auch schon einen guten Sniperpunkt. Da sollten wir da mal echt mal nach Cerno laufen. Aber nicht, dass wir wieder von hinten abgemuxt werden. Nein, das war ein Elektro. Auf diesem großen, in dem großen Industriegebiet. Auf den ganz großen Silos ist ein recht guter Cyberort. Dann können wir, glaube ich, ja, können wir gleich ein bisschen mehr nach links laufen. Und sparen uns, Balota. Da können wir nicht auslocken. Bevor wir da sind, können wir ja ein Waldgebiet uns stellen. Einlocken können wir da auch nicht. Warum? Im Wald? Warum nicht? Dann stehst. Ja, ein bisschen versteckt. Ja, gut. Wir werden sehen. Vertrau dir mal. Oha. Dein größter Fehler, Michi. Nur noch zu. Jetzt. Müssen denn die ganzen Kinder jetzt schon schlafen? Ich glaube, der ist rausgeflogen. Na, die Meldung sagt ja aus, was über den Server aus. Und nicht über den Spieler. Ja, hast du recht, hast du recht. Wahrscheinlich ist dieser Server nicht mehr up to date zu dem Anti-Hack-Programm. So, jetzt sehe ich aber wirklich Wasser. Ey, guck mal, da ist ein Leuchtturm, da klettern wir rauf. Ja, ich bin doch nicht so weit, wie ich dachte. Ich glaube, wir sind noch vor Balota. Kamishovo, nee, nicht Kamishovo. Komavobo oder so heißt es den. Ey, hier können wir doch snipern mal gehen. Ja, guck mal, ob du ihn siehst, Michi. Hier auf dem Leuchtturm. Aber ich glaube eher nicht. Aber wenn ich da wieder runterback, ne? Ja. Ja, das musst du wissen. Ich meine, das Gute ist, wir sind am Meer. Da brauchst du nicht so lange. Ich komme dir mal entgegen, falls du stirbst, um deinen Loot aufzusammeln. Den ich natürlich dann behalten werde. Nein. Geh mal ruhig, Michi. Von so einem Turm habe ich mich schon mal in den Tod gestürzt. Weil ich ganz verzweifelt war und ich wusste, wo ich bin. Geh mal in die Scheune. Hier ist natürlich nix.
Blaubarschbube, Patrono und Rolandos. Ah ja. Cooler Name. M4 raus. M4 raus. Oh, ey. Dass die Waffe nicht sofort gezogen wird, wenn man die Taste drückt, ne? Das ist das Schwierigste, finde ich. Du hast einen Gegner, drückst fünfmal die Zahl von deiner Waffe und nichts passiert. Pass mal auf, Martin. Wir locken hier aus und gehen auf den Server, wo... Oh, wollen wir nicht lieber in die größere Stadt gehen und von dort das machen? Weil wir müssen dann eh weiterlaufen. Und dann ist auch die Gefahr, dass wir beim Laufen erwischt und gesehen werden, auch höher. Meiner Meinung nach. Machen wir es so. Ich meine, wir können jederzeit sterben, ne? Aber wenn wir auf dem rechten Server hinlaufen. Okay, Waffe einstecken. Macht er auch beim ersten Mal. Wunderschön. Gut. Wir können hier an der Küste langlaufen von oben und ein bisschen runterschauen. Wenn wir einen sehen, können wir ja losballern. Was für ein Ausblick. Ich freue mich schon auf den Tag, wo es Feriengläser gibt, wo man dann richtig schön gucken kann, um die ganzen Leute besser zu verfolgen. Ach, da vorne ist... Moment, wo sind wir denn hier? Wir müssen noch ein Stück. Bist du überhaupt noch dran? Ja, doch. Lass mal runtergehen, nochmal schauen, nochmal wo wir sind. Das kommt mir alles so bekannt vor, nur ich weiß jetzt echt nicht, nachdem wir so lange in der Mitte der Karte waren. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir richtig, also wo wir genau sind. Wäre ja blöd, wenn wir echt in die falsche Richtung laufen würden. Ich glaube, dass... Ah ja, hier ist ein Schild. Ach, ja, ich weiß, wo wir sind. Wir brauchen gar nicht gucken. Können gleich weiterlaufen. Wir sind noch weit vor Balota. Da stehen noch ein paar Zombies auf der Wiese. Könnte ich mir erholen. Ja, wenn du willst, dann hol sie dir. Ich meine, dass hier Leute sind, ist dann eher unwahrscheinlich. Er läuft aber auf dich. Macht nix. Die Axt ist draußen. Ich gespottet. Ey, total verbuggt. Er hat mich übrigens einmal gebissen, ne? Und da war es ganz kurz schwarz-weiß bei mir. In schönen Binärschwellen. Hm? Wäschst du dich gerade oder was machst du da? Hm? Bei mir sieht so aus, als würdest du die ganze gesamte Zeit irgendwas wegpacken oder dich waschen oder so. Okay. Wir haben es schon mal angekündigt im Dorf. Zombies. Zombies. Weiterlaufen? Oder willst du ein bisschen Lucky-Lucky machen? Zombies. Hast du überhaupt deine Waffe in der Hand? Ja. Bei mir hast du die Waffe auf dem Rücken. Und machst immer deine komischen Bewegungen.
Wie war das? F3? Nee, F2 war das. Aber ich krieg weder mit rechts oder links. Ach doch. Na gut, ich zünde mir noch mal eine Zigarette derweil an. Ist du da gerade an der Munitionskiste? Bin hungrig und durstig und saft. Doch gar nicht. Merkwürdig. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Könnten aber wirklich mal was essen und trinken. Wollen wir zum Brunnen laufen? Ich muss erst mal überlegen, wo der Brunnen war. Da ist ein Zombie. Holst du den dir? Check. Und er ist weg. Entweder links oder rechts von der Straße muss irgendwo zwischen den Gebäuden ein Brunnen sein. Ich weiß jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf genau. Ah, hier ist er. Hab ihn gefunden. Hier ist auch noch ein Zombie, den hole ich mir mit der Axt. Der nächste Zombie ist meiner. Und weg. Da ist doch irgendwo einer hinter uns wahrscheinlich. Der war wohl nichts. Okay. Gut, hier ist der Brunnen, ne? Ich hole ihn mir. Hast du das Schießen hören? Ja, das war ich wahrscheinlich mit der Axt. Ich habe zweimal schlagen müssen. So, Waffe raus. Erst essen oder soll ich? Na, geh du erstmal, ess du erstmal. Ich brauche eigentlich nie was zu trinken. Aber stell dich beim Essen hier hinten hin, Michi. Nee, vorne. Na gut. Hier kann ich doch gar nicht abgeschossen werden. Nur du. Solange dich da keiner durch die Wand backen sieht, ich guck mal von draußen. Das. Nee, man sieht nichts. Aber man kann doch auch nicht durch Wände schießen, oder? Nein, aber man könnte. Manchmal sieht man so Arm und Bein und so durch die Wand durchhängen. Genauso wie auch Äste und Gebüsch durch Wände sind, so wie hier auch. Da der Baum in der Ecke. Oder das Gras hier vorne beim Eingang. Soll ja auch nicht sein. Ich meine, wie will auf einem Betonfußboden was wachsen? Gut, wenn er alt ist, morsch, dann maybe, aber. Ist mal was. Ich muss es noch Oder brauchst du was? Ich schaffen, ist. hab vieles da. Ein Ich paar hab Büchsen. mehr als genug. Ich muss eigentlich nur was trinken, glaube ich. Deine vergammelte Brotbüchse holst du da raus? 2 Jahre nicht abgewaschen. Lecker Kaibe. Ein paar Büchsen. Wie heißt es beim Essen? Achso, du brauchst ein paar Büchsen. Moment. Soll ich dich schon öffnen? Ich mach dich schon mal auf. Hier. Eine Dose und noch ein bisschen Fisch. Kann auch nicht schaden. Lass es dir schmecken, Michi.
Ups. Wo ist es hin? Vor mir liegt übrigens noch eine Dose, ne? Zieh dir mal in den Stuff rein. Nur noch der Blaubarspur ist da. Okay, die Büchse brauchst du. Hier ist noch einer vor mir, ne? Die Mosin kannst du auch haben, wenn du willst. Die 12er Schuss für die Mosin kannst du auch haben. Ne, ich hab genug Mosin. Die solltest du behalten, falls du ein Magazin für Ich die habe andere doch Waffe ein machst. 20er Munitionspäckchen. Die brauche ich nicht. Du, und ich glaube, wir sprechen es falsch aus. Das heißt nicht Mausin, das glaube ich heißt Mosin. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Egal. Was soll's? Gut, ich bin soweit. Willst du was trinken? Ja, am Boden, aber. Ja, klar. Na klar. Glück, Glück, Glück. Okay. Gut. Dann weiter. Denkst du nicht? Nö, nö, ich brauche nichts. Weil ich bin immer noch stuffed. Und ich habe ja vorhin schon gekotzt und gestern. Brauche ich jetzt echt nicht. Nächster Halt, Balota. Bitte lösen Sie Ihre Fahrtickets ein. Wollen wir Balotto nochmal schauen oder gleich weiterlaufen? Ah, fix nochmal übers Airfield rushen. Wir machen eine Überraschung. Vielleicht ist ja der Blaubarspube da. Die Frage ist, wo ist denn Meerjungfrau Mann? Wenn sein Gehilfe Blaubarschbube hier ist. Ja, Martin, das ist ein Insider, den hat keiner außer dir verstanden. Du SpongeBob? alter SpongeBob-Fan, ja. Aber du hast ihn auch verstanden. Sag mir nicht, du hast doch nie SpongeBob gesehen. Werde gezwungen. Gezwungen? Von wem? Von der dunklen Seite der Macht oder was? vom Shibaba. Oh, der Chihuahua. Ein mächtiges Tier. Der Shibaba ist das wieder. Das glaube ich aber auch doch. Hast du doch gesehen, wie er dich beißen wollte? Ja, der wollte mir direkt eine Kehle springen. Mit einer Leine hätte er es auch geschafft. Naja, euer gefälliger Kampfhund ist so eine Nummer für sich. Gut, ich bin da. Türen sind offen. Ja, ich gehe mal in den ersten noch rein. Ein Shirt brauche ich. Zombie.
Na? Zombie, wo bist du? Meine hat gerade gekotzt. Zombie ist weg. Ja? Ja, da hast du dich ein bisschen übergessen, ne? Er hat doch gesagt, er fühlt sich hungrig. Da muss das ein Bug gewesen sein. Kann gut sein. David, ich sag das mal jetzt hier auf dem Kanal, ich kann das jetzt nicht raufgehen. Ich bin jetzt gerade in-game und habe auch ein paar Bugs bei Twitch oder allgemein mit Videoportalen. Warum gibt es denn Probleme? Moment, Michi, ich gehe mal ganz kurz ins Kommandogebäude unten rein und muss mal kurz was checken. Moment. Na? Was schreibt er denn? David würde gerne mit uns schreiben, sagt er. Ups. Schicke Boots. Mit gelbem Zierrand. Ist das ein Bier? Ey, Michi! Ich hab ein Bier! Rasputin Kvass. Nimm mir mal ein Bier mit. Oh, wir sind schon zu fünft auf dem Server. Und der Blaubarschbube hat sich verpisst. Oh, sorry, ich meinte verpullert. Keine bösen Wörter. Sonst werden wir gleich zensiert. Was liegt denn hier rum? Ah, vergammelte Banane. Die nehme ich mal mit. Vielleicht können wir noch mal einen füttern. Und Michi, wo steckst du gerade? Ich komme nämlich jetzt gerade aus dem Kommandogebäude raus. Michi? Ja. Wo bist du? Gucke. Er ist wieder mit uns schreiben, jetzt ist David offline. Naja. Ich laufe mal zum Tower rüber. Also ich glaube, ab und zu liegt auch mal in dem Hangar so ein Long-Range-Scope rum. Aber hier leider nicht. Du hast gerade den zweiten Hangar, ne? Ja. Ich schau mal nach, Loot. Aber bisher ist da noch nichts zu sehen. Bist du gegenüber oder wo bist du? Ich sehe dich nicht. Das ist auch Sinn und Zweck. Ja, das glaube ich. Sehe dich. Ich lauf mal hier rein. Unten ist frei. Ein Waffen-Cleaning-Kit. Weißt du was, Michi? Ich schmeiß erstmal meine Revolver-Munition weg. Und Genau. mein Revolver kann ich ja nicht auch wegschmeißen, wa?
also David guckt wohl noch weiter uns zu. Kann aber wohl nicht irgendwie mit TS, mit seinem iPad auf den TS kommen. Ich schmeiß mal. Revolver ist schon weg. Das nehme ich Geh mal noch. oben in Tower rein. Mal sehen, wie das aussieht. Jo, Moment. Ich gehe mal rein. Hinstellen, hinknien. Siehst du mich? Ja, aber ganz schlecht. Mein? Aha, bitte. Was soll ich machen? Die Hocke gehen. Ja, ich gehe mal ins Fenster in die Hocke, bin ich. Und ich bin weg. Oder was? Bitte? Du Man kamst sieht. an. Was denn? Ich sehe das nur, wenn du läufst. Das ist doch ganz gut, finde ich. Dann bist du im Tower ein bisschen sicherer. Und hast aber einen super Überblick über das Treiben hier. Oh, na. So, was haben wir denn hier rumliegen? Na, ein Hoodie brauchen wir nicht. Gehen wir mal draußen gucken. Ich habe hier was gefunden, einen Schalldämpfer. Für mein Gewehr. Da muss ich aber das Bajonett, glaube ich, abmachen. Oder? Schade. Ja, David, wir werden jetzt gleich nach Elektro laufen, nach Tscherno laufen, meine ich. Und dort wollen wir Action machen. Michi, ich mache mal einen Testschuss. Ich habe jetzt einen Schalldämpfer drauf und mal schauen, ob du was hörst. Achtung! Gehört? Nee, mach noch mal. Habe ich eben auch nochmal gemacht. Und nochmal. Jetzt hab ich's gehört. Aber war das, hast du eher Glas gehört oder eher einen Schuss? Ganz normal. Okay. Mach noch mal. Aber bei Naja. mir hört sich original an. Aber okay, der ist auch badly damaged. Wahrscheinlich bringt er gar nichts. Oder nur 0,5% weniger Geräusch. Gehen wir nochmal nach oben. Da liegt irgendwas. Ich schau mal nach. Was ist es? Tollen Handguard für die M4. Super. So, Michi, wollen wir weiter? Ich habe jetzt übelst Bock auf Channel mit vielen Leuten. Kommst du rüber? Michi? Gut, ich gehe schon mal runter. Wir sind nur zu viert. Lauf mal zum an ein Kommandogebäude. Bin ich auf dem Weg. Jetzt. Bin ich auf dem Weg. Aber die Hangars werden wir auch mal mitnehmen. Vielleicht liegt da noch was. Wer weiß. Aber das mit den Schalldämpfern ist eine feine Sache. Ach, sehe ich gerade laufen.
Hungerman. Lass mich vor, ich bin ein Schaulustiger. Irgendwas liegt hier doch. Eine Mütze. Schön. Und ein Shirt. Aber da ich eh nicht nackig bin, brauche ich das nicht. Ah. Oh. Geh mal hoch, ich bleib unten. Pass auf. Ich werde aber mein Magazin wechseln. Dich erschrecken, bitte. Ich lade nach. Und ich lade nochmal nach. Und ich lade nochmal nach. So, und jetzt werde ich mal das Cleaning-Kit benutzen. Und mal meine... Am besten mal meine Pistole reinigen. Aha. Also damit kannst du wohl Waffen reparieren, zu einem gewissen Grad. Er sagt mir nämlich, meine Pistole ist pristine und braucht nicht gereinigt werden. Also das war ich. Jo. Also wird Reinigung wahrscheinlich gleichzusetzen sein mit Reparatur, in einem gewissen Maße. Okay. 2 gegen 2. Kommst du? Bist du draußen? Nichts zu sehen. Michi? Was bin ich? Lädst du gerade nach oder was machst du? Hui. Das bin ich auch. Ich höre nichts. Also keinen Sound. Zumindest nicht von dir. Ey, cool, danke. David hat mir gerade einen Tipp gegeben. Er sagte, das Schalter wird wieder heile, wenn ich den mit dem Waffenklinik-Kit benutze. Das mache ich mal. Das ist immer schön, wenn wir Tipps kriegen. Dann baue ich den mal ab. Nein. Ich muss ihn wahrscheinlich ausgerüstet haben. Ey. Ja. Es gibt, glaube ich, für die... Nein, David. Meine M4 ist pristine und kann nicht gereinigt werden, sagt er. Und wenn ich jetzt dieses Waffencleaning-Kit auf nur den Schalter beziehe, dann kann ich nichts machen. Und nehme ich ihn raus, geht es auch nicht. Ich kann nur die Position switchen. Also einzelne Teile kann man nicht voll reparieren. Zumindest noch nicht. Ja, Michi? Du wolltest was sagen? Ich habe noch eine neue Munitionsart in der Tasche. Eine neue Munitionsart? Hm? Was ist denn das? Das sind die... nennen sich 7,62 mal... 39 mm Rounds. Das ist doch für die Mosin. Nennen sich für die Mosin 7,62 mm Rounds. Andere, die sehen auch anders aus. Nein, das ist nur eine andere Box. Sieht anders aus, Martin. Ja? Ich will die mal auspacken. Er macht es nicht. Ey, ich drücke 1000 Mal Rechtsklick und er macht nichts. Oh, jetzt. MT. Ah, stimmt, sorry, Michi, hast recht. Die sind zwar genauso dick wie die Mosin-Munition, es sind aber wahrscheinlich länger.
Oder kürzer, je nachdem. Das habe ich doch gar nicht gesehen, Michi. Oder kannst du die auch in die Mausin packen? Obwohl, ist ja mal interessant zu wissen, ne? Auf jeden Fall. Nee, Mosin-Munition ist länger. Die Mosin-Munition ist 51 mm. Ja, aber dann müsste theoretisch doch das passen. Die sind Nee. ja kürzer. Denk mal, die kommen in diese FK-Schießmethode. Die SKS, ne? S. Das wird auch wohl so sein. Kommst du runter, oder? Bevor David doch ganz ungeduldig wird. Und morgen kollabiert auf Arbeit. Gut. Ab nach Channel. Waffe wegstecken. Und laufen. David schreibt gerade was mit panzerbrechender Munition. Wahrscheinlich die, über die wir gerade geredet hatten. Das glaube ich nicht, weil die Munition kürzer ist. Werden in dieser SKS passen. Warum ist... Ach so. Schon gut, schon gut. Ich habe nichts gesagt. Aber ich würde sagen, wir laufen gleich mal ein bisschen höher. Ja, wir wurden ja Weil, nicht gesehen, ne? genau, und sobald wir auf Höhe von Tscherno sind, können wir aus- und umloggen. Und dann breche ich mal das Video ab und machen mal ein neues. Mir kribbelt schon wieder der Abzugsfinger, Michi. Ich hab wieder Bock. Ich hab Blut geleckt. Blood, blood. Er sagt, I feel like having a drink. Na gut. Nachher mal. Das ist übrigens nicht so weit nach links, da kommen auch Häuser. Ich weiß. Aber was soll's? Das ist Dubki, Michi. Und das Ding über Baluta, das hat auch nur einen anderen Namen. Das sind zwei verschiedene Siedlungen. Sind aber beides so Plattenbau-Dinger. Ich warte mal kurz auf dich. hinter dir, Ja, kannst ich du weiß, ich weiß. Ich schaue mich auch immer um. Und so. Ja, aber wäre doch interessant, um mal zu wissen, ob diese kürzere Munition nicht doch in die Maus hin passt. Ich steck sie nicht in meine rein. Dann pass auf, falls wir eine zweite finden sollten, machen wir es dann mit der. Wir googeln das morgen einfach. Ja, oder so. Ja, ist sicherer, ne? Wirst auch schneller gehen. Guck mal, ich sehe schon das Industriegebiet. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Denk mal noch so 30, 40 Sekunden. Dann könnten wir auch fast schon instant umloggen. Hier schon wieder so eine Stromtrasse. I feel thirsty. Da ist ein Brunnen, Michi. Ich glaube, ich gehe mal zum Brunnen. Kommst du kurz mit oder war das so? Übrigens, wir sind schon da. Ey, das ist doch optimal. Wir könnten hier in diesen entlegenen Häusern ausloggen. Oder in dem Waldstück ausloggen. Und dann haben wir es nicht mehr weit bis zum Industriegebiet. Wo wir dann schön snipern können. Oder du bist ja gesagt. So, ich werde mal was trinken. I need a drink. Ey, wieso duckt er sich nicht mehr? Ist der bescheuert? Michi, guck mal vor uns. Das ist schon die Anlage, die ich meine. Das heißt, ich bin jetzt fertig und wir könnten uns eigentlich ausloggen.
Guck mal, und hier in diesem kleinen Gebäude, da wird uns keiner sehen. Los. Okay. Türen sind noch zu. Gehen wir mal hier rein. Guck mal, hier in der Ecke. Lock dich mal aus, Michi. Und dann nehme ich nochmal auf, wie lange es dauert. Sag mir Bescheid, sobald du den Exit-Button Jetzt. gedrückt hast. Ah ja, sehe ich. Du hockst dich hin, in Schneidersitz. Und sitzt noch ganz verträumt hier. Kann ich dich looten? Nee. Schade. Jetzt hast du dich hingelegt. Ganz kurz. Oder warst du eben noch wieder drin? Nee, ne? Nee, geht ja gar nicht. Ha. Gut, du bist weg. Ich logge mich jetzt auch aus und breche den Stream ab. Bis später.